Ed Sheeran, Live-Auftritt in Geschworenen. Ed Sheeran, 32, Shape of You, muss sich derzeit in einem Urheberrechtsprozess in New York verantworten. Der britische Sänger ist wegen angeblicher Ähnlichkeiten zwischen seiner 2014 veröffentlichten Single Thinking Out Loud und Marvin Gaye's, 1939 bis 1984, Hit Let's Get It On aus dem Jahr 1973 auf 100 Millionen Dollar, umgerechnet etwa 90,8 Millionen Euro, verklagt worden. Am 4. Prozesstag verteidigte Sheeran seine musikalischen Fähigkeiten. Dabei führte er das Gericht durch seine Entwicklung als Songwriter. Indem er erzählte, dass er von 1 bis 2 Songs pro Tag als Teenager zu 8 bis 9 Songs pro Tag gekommen ist. Wenn ein Song länger als einen Tag braucht, lohnt es sich nicht, ihn zu schreiben, sagte Sheeran. Weiter erklärte er, dass seine verschiedenen Hits von verschiedenen Momenten in seinem Leben inspiriert wurden. Und fügte hinzu, dass er allein in dieser Woche 10 Songs geschrieben habe. Wie das People Magazin weitermeldet, beschrieb Sheeran die Entstehung von Thinking Out Loud als einen sehr kollaborativen Prozess zwischen ihm und Co-Autorin Amy Gedge. Sheeran erinnerte sich, dass er zu dem Song inspiriert wurde, nachdem er Gedge die Akkorde habe murmeln hören. Als er sich auf das Abendessen vorbereitete. Damals habe er gewusst, dass sie einen Song dazu schreiben müssten. Der Text wurde von ihren persönlichen Kämpfen inspiriert, da bei Sheerans Großmutter Krebs diagnostiziert worden war. Sein Großvater verstorben war und Gedge eine Familienkrankheit durchmachte, erzählte er weiter. Als der Tag zu Ende ging, erzählte Sheeran dann noch, dass der ursprüngliche Text des Refrains "I am singing out now" lautete. Bevor er in "I am thinking out loud" geändert wurde. Dann sang er beide Versionen und spielte die Anfangsakkorde auf seiner Gitarre. In der Klage, die von Structured Asset Sales eingereicht wurde, die 2018 ein Drittel der Anteile an dem Song von der Familie von Gayes Co-Songwriter Ed Thompson, 1929 bis 2003, erworben haben, wird behauptet, dass Sheerans Hit-Elemente direkt von Let's Get It On übernommen hat. Erstmals wurde Sheeran 2016 von Thompsons Familie direkt wegen des Liedes verklagt. Im darauffolgenden Jahr wurde der Fall abgewiesen, bevor er 2018 wieder aufgerollt wurde. In der Folge hatte ein Bundesrichter in Manhattan entschieden, dass ein Geschworenengericht erforderlich sei, um den Urheberrechtsfall zu klären. Damit machte er den Weg für weitere rechtliche Schritte gegen den Singer-Songwriter frei.